Ja, wo seht ihr uns heute? Heute in einer Küche. Und ja, ich koche sehr gerne, aber ich bin beileibe nicht so ein Großmeister, wie du es bist, Ralf. Ralf Boos heute hier bei uns. Aber für mich ist Ralf nicht nur ein Megakoch. Ich frage mich ja sowieso, wenn ich mal so ehrlich sein darf, wieso die anderen die Sterne haben und die großen Gourmetköche sind. Sondern Ralf Boos hat ja die Firma Boos Food. Und Boos Food steht für eine unfassbare Qualität. Das darf man echt sagen, das muss ich sagen. Und alles, was ihr so hinter mir seht, ist wirklich aus meiner eigenen Küche. Jetzt sicher nicht der Schrank, aber so gut und gerne alles, was es ja an Bedarf gibt. Und das bekomme ich alles bei Ralf. Und wer wirklich Wert auf etwas legt, auf Qualität und Geschmack und alles, was so dazugehört, der ist bei Boos Food wirklich gut bedient. Schaut da mal rein. Wir kochen heute etwas ganz Besonderes, Ralf, oder? Ja, ich habe ja gewusst, dass ich mit dir zusammen koche und habe ich gedacht, wir machen ein Zwei-Personen-Eintopfgericht, aber das Leckerste auf der ganzen Welt. Und zwar machen wir einen Topf, in dem wir ein Risotto machen. Und ich würde gerne mit dir wirklich ein wunderbares Risotto machen. Es ist ähnlich wie das Risotto Milanese, nur dass wir den Parmesankäse durch Hummer und Trüffel ersetzen. Ansonsten ist die Rezeptur fast Das hört sich sehr gut an. Also quasi ein Familienessen. Ja, ja. Und bevor wir allerdings anfangen mit dem Kochen, müssen wir noch eine kleine technische Problem lösen. Ich brauche zum Ablöschen des Risottos einen kleinen Schluck Champagner. Den muss ich schlimmstenfalls vorher probieren, oder? Genau. Es geht auch nur, dass ich das mache. Ich wollte gerade sagen, dieses technische Problem werden wir hoffentlich zusammen lösen. Ja, schau mal, hier sind Gläser. Das kriegen wir gut hin. Und dann hoffe ich. Wir haben übrigens damals gelernt, dass man den Champagner, den man oder den Wein, den man ins Essen tut, der sollte so gut sein, dass man ihn auch trinkt. Also Das ist ein großer Küchenfehler, wenn man sagt, okay, der Wein, den kann man gerne mehr trinken, da kochen wir jetzt mit. Das habe ich recht schnell gelernt, genau. Er wird durchs Kochen nicht besser. Genau. Deswegen, aber ganz viele gehen ja hin und holen den Wein, der vielleicht schon gekippt ist und so, komm, zum Kochen können wir den noch nehmen. Das ist bedauerlich. Ne? Wir nehmen jetzt einen Champagner aus Bouzy. Bouzy ist eine Lage in der Champagne, die bekannt ist für seine Grand Crus. Also die, nur 5% der Trauben in der Champagne sind Grand Cru-Trauben. Und dieses Haus hat ausschließlich Grand Cru-Trauben und hat aber 90% Pinot Noir. Pinot Noir, also hier bei uns Spätburgunder. Lass erstmal gucken, ob der überhaupt schmeckt, bevor wir den so loben, den Wein. Ne? So. Oh ja, ausgezeichnet. Jawohl. Um die Uhrzeit perfekt. Wunderbar. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt ungefähr 10.30 Uhr. Aber wenn ich eins liebe, dann genau das. Genau, so. Mal doch die besten Geschmacksknospen morgens um 10.30 Uhr. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen mit dem Kochen anfangen, wenn wir den Champagner schon offen haben. Ich bräuchte ein paar Zwiebelwürfel. Dann lege ich mal los. Und du hattest mir gesagt, dass Zwiebeln damit für dich kein Problem sind. Nee. Weißt du, wenn du so zwei Kinder hast und Co. und viele Freunde und ich koche echt sehr gerne, dann bin ich eigentlich immer ziemlich dabei zu sagen, ja, es wird gekocht. Und wir gehen ganz ehrlich ganz, ganz selten essen. Gar nicht, weil ich anderen nicht vertraue, sondern weil ich sehr gerne koche. Und am besten koche ich, wenn ich wütend bin. Okay, gut, dann wirst du heute hoffentlich nicht wütend. Ganz schlecht. Nein, wenn du da bist, ist das aber ganz anders, das stimmt. Und wir fangen an mit dem Olivenöl. Wir geben ein bisschen Olivenöl in den Topf. Der Topf reagiert auf dein Ceranfett sehr, sehr, sehr schnell. Muss man ein bisschen aufpassen. Und in diesem Topf hoffe ich... Wie viele brauchst du denn? Alle? Ja, nee, ich kann mal, was du da hast. Ich nehme ein bisschen nur das ganze Brett. Lügt jetzt ein bisschen an der Herd. Der sagt ja, wir 70 Grad heißt, ist aber 200 Grad. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr dran, ne? Als, ja. Genau. Also pass auf, wir geben den Zwiebeln nur ein bisschen. Könnte man hier schön rein in den Topf. Geht das? Sieht man das? So. Und wenn die so ein bisschen glasig sind, geben wir den Reis in das Olivenöl rein. Also nicht ins Kochwasser, sondern geben den Reis so viel, wie wir etwa brauchen. Ich denke, so 200 Gramm müssten reichen. In den Topf rein und jetzt schwitzen wir die so lange an, bis jetzt die Zwiebeln richtig glasig oder gar sind, sage ich jetzt mal. Ne?
Und wenn dir das zu kalt wird, es wird mir zu kalt, ja. Drücken. Noch ein bisschen, ne? Feuer. Ein bisschen wenig. Ich probiere das mal aus. Das ist natürlich so etwas, wenn man den eigenen Herd kennt, ist das wirklich ein bisschen, ne, leichter. Ja. Aber wie gesagt, Zwiebeln und Reis ist der Grundstein für ein gutes Risotto. Mhm. Und zwar nicht jeder Reis, sondern es muss ein spezieller Reis sein, ein Rundkornreis. Und in Italien haben sich drei Sorten besonders bewährt. Die heißen Carnaroli, Arborio und Vialone Nano. Und das Feinste von den Carnaroli-Reisen ist das von Aquarello. Aquarello lässt jeden Reis, bevor sie in die Vakuumdose packt, ein Jahr lang ruhen. Ja. Weil erst nach einem Jahr hat es die besten Kocheigenschaften. Mhm. Und bevor es die ruhen lässt, werden die in 15 Arbeitsschritten behandelt, sodass alle Vitamine noch im Reis drin sind und die nicht wie bei, wenn ich mal Langkornreis oder so, außerhalb sind, sondern dass man alles abgeschält hat. Ist das so wie Vollwertreis, könnte man das sagen? Ja, man muss allerdings aufpassen, dass beim Vollwertreis sind die Ballaststoffe drin, bei dem sind mehr die Nährstoffe drin. Ne? Die Nährstoffe, ja. Ich meine, wir machen hier ja jetzt kein Ernährungsseminar, sondern wir machen ich sag dir auch ganz ehrlich, es gibt so Sachen, so Vollwertreis, da bin ich auch schnell durch. Es gibt so Sachen, ich ernähre mich gerne gut, gar keine Frage, aber es muss mir schmecken und ich mag Freude dran haben, und weißt du? Wir haben ja tatsächlich, ich mache jetzt mal ein bisschen Feuer vor dem Ablöschen, wir löschen ihn gleich ab. Mhm. Und dann ist das Reiskochen ist auch schon, ein bisschen entspannter. Guck mal, ein bisschen hat er, glaube ich, noch. Bitte? Ah ja, ein bisschen kann man noch. Ja, ein ganz bisschen auf jeden Fall, wenn man einen guten Risotto-Reis hat und den ein bisschen angeschwitzt hat, dann muss der jetzt immer weiter in Flüssigkeit vor sich hin simmern. Und man muss immer rühren, ne? Man muss immer rühren. Und es gibt verschiedene Flüssigkeiten, die man dafür benutzen kann. Und zwar ist das Wein, Wasser, Brühe, Sahne. Das sind die Flüssigkeiten, die man benutzen kann. Mhm. Und jetzt ist aber auch die Reihenfolge wichtig. Man kann eins nehmen, man kann also nur mit Brühe kochen oder nur mit Wein. Mhm. Oder man kann, so wie wir das machen, mehrere der Flüssigkeiten nehmen. Wir fangen mit dem Champagner an. Ich mache beides, ne? So, ja. Ich mache alles drei. Du machst alles drei, ja. Und ich mache sogar noch ein viertes da rein, aber das erzähle ich euch später. Jetzt vergessen wir das wieder. Weißt du jetzt, warum ich mir die Küchenmaschine von Kenwood gegönnt habe? Ja. Die macht das die ganze Zeit wunderbar selbst. Ja, man muss aber auch aufpassen, wenn man eine mechanische Rührmaschine hat, die kann auch das Reiskorn, weißt du, die Finger sind so sensibel, die lassen das Reiskorn ganz, während so eine mechanische Küchenmaschine, die guckt gar nicht da drauf, die macht einfach ihren Job. Jetzt geben wir ihm noch ein bisschen mehr Feuer zum Ablöschen. Okay. Und wir lernen den Herd gerade kennen. Ja, man merkt, ne? Aber es geht. Es geht wirklich. Komm, es wird schon schön braun. Das mag ich so gern, wenn es so ein bisschen angerüstet wird und die Zwiebeln werden glasig, ne? So. Ja, die dürfen nicht braun werden, die müssen also gar werden. Ja, ich bin schon. Aber die garen natürlich nachher auch im Risotto noch reichlich nach. Und meins war das rechte Glas, ne? Das war meins. Gut. Ja. Schau mal, jetzt sieht das schon echt gut aus. Das sieht schon aus, aber es ist wahrscheinlich noch mörderkernig. Und damit kommen wir zur Flüssigkeit Nummer 2. Köche kochen im Wasser ausschließlich ihre Socken, sonst nichts. Mhm. Alles andere wird in Brühe gekocht. Wir haben hier eine Gemüsebrühe gemacht. Ja. Und das ist jetzt quasi der erste Einkochvorgang ohne Wein. Die Gemüsebrühe ersetzt natürlich auch das Salz. Die sieht aber toll aus, die Gemüsebrühe. Was ist das für eine Gemüsebrühe? Das ist eine von uns. Also wir machen eine Gemüsebrühe ohne zugesetzte Glutamate. Das heißt, das Problem bei Gemüsebrühe mit Glutamaten ist, dass viele darauf empfindlich drauf reagieren. Und das Gemeine an Glutamaten ist, man braucht sehr, sehr wenig von dem, was da drin ist, was den Geschmack gibt, weil Glutamaten Geschmacksverstärker ist. Ja. Aber das kann ich wieder ein bisschen hochfahren, ne? Ja, genau. Du musst da ein bisschen mitspielen. Ja. Wenn man jetzt eine Brühe ohne Glutamate macht, braucht man halt viel, viel mehr Gemüse und viel mehr von den guten Sachen. Und das ist natürlich teuer. Deswegen sind die meisten Brühpulver oder Brühen mit Glutamaten. Ich habe von euch so ein Konzentrat, so eine Flasche mit so einem Konzentrat, das ein bisschen dickflüssig ist. Fond ist das, ne? Ah ja, genau. Fond, ne? Das nutze ich auch manchmal. Ja, kann man ja das machen? Super. Das ist wirklich super. Das mache ich sogar manchmal in die Salatsoße. Die guten Salatsoßen bestehen ja zu 50% aus Brühe. Ja, habe ich nicht gewusst. Ja, richtig gute Salat. Und wenn du so eine Salatsoße hast, wo du so ein Jeeper hast, wo du so nach
ziehst du das und dann hinterher das Brot noch mit, also das genau, ist immer mit viel Brühe drin, ne? Weil ja, genau, ich habe das jetzt mal ausprobiert, mega. Okay, wir müssen jetzt mal langsam über den Hummer reden. Ja, Entschuldigung. Ich habe ja gesagt, wir wollten keinen Hummer kochen, weil das der Austausch mit dem Wasser den Hummer auslaugt. Das heißt, wir müssen ihn braten. Zum Braten braucht man aber rohe Hummer. Man kann keine gekochten Hummer braten. Und das hat natürlich wieder ein bisschen Probleme, einen lebenden Hummer roh zu teilen. Das geht ja gar nicht. Das heißt, man muss ihn vorher töten. Und normalerweise werden Hummer ja kopfüber in kochendem Wasser getötet, was ich persönlich nicht für gut heiße. Ich bin damit nicht einverstanden und ich habe auch aus dem Grund viele Jahrzehnte lang keinen Hummer gegessen. Das war meine große Sorge heute. Als wir sagten, wir machen Hummer, dachte ich, oh nee, da habe ich Respekt vor. Wie gesagt, ich habe Respekt vor jedem Tier und deswegen kaufe ich nur Hummer, die HP sind. HP heißt High Pressure. High Pressure bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Hummer in einem Gerät getötet werden, das mit Hochdruck, und zwar mit 800 Atü Hochdruck arbeitet. Und die Tötungszeit ist 0,4 Sekunden. Und das ist der Weltrekord bei allen Tieren, die man zu Speisengründen tötet. Also alle Hühner, alle Schweine, alle Rinder, alle Kälber, alle Lämmer. Da dauert das manchmal 10, 12 Sekunden. Und der Hummer war damals, als man sie noch in kochendem Wasser gekocht hat, schon ganz gut mit 1,2 Sekunden. Aber das Problem war, die meisten Leute kochen nicht einen Hummer. Die haben zwar kochendes Wasser und einen Hummer, der ist, das ist zivil, harmlos. Aber wenn der zweite und der dritte Hummer reinkommt, das wird ja immer kälter, das Wasser. Ja. Und dann fängt das an, was ich eigentlich anprangere, wo ich sage, das kann man normalerweise nicht machen, das geht nicht. Jetzt hat man also diese HP-Hummer, die werden gefangen und werden noch auf den Schiffen in diese 800 Atü-Boxen gegeben. Und dann ist es egal, ob da ein Hummer oder 120 Hummer drin sind. 0,4 Sekunden erledigt. Das Tier leidet null. Und dann hat man natürlich auch rohes Hummerfleisch und kann den so behandeln, wie man Hummer behandelt. Man kann den entweder mit Schale quasi ja, kaufen oder die Schalen braucht man aber normalerweise nicht. Der passt richtig schön zum Teller heute, finde ich. Die Schalen braucht man nicht. Die braucht man nur, wenn man eine Soße kochen will aus den Hummern. Also ansonsten ist es nur Deko. Mhm. Oder man kann, was mir also sehr viel näher kommt, die Hummer direkt ausgelöst kaufen. Ne? Und da gibt es ja einmal den Hummerschwanz, dann gibt es diese beiden Scheren und es gibt die Beinchen. Man kann alles zusammen kaufen, man kann es auch separat kaufen. Und damit kommen wir jetzt zu dir. Das sind die Beinchen, diese ganz kleinen Beinchen von den Hummern, die man normalerweise wegschmeißt. Ja. Aber die tue ich jetzt zur Geschmacksveredelung in das Risotto rein, weil die brauchen ungefähr 5-6 Minuten, bis die gar gezogen sind. Und die werden ja jetzt auch nicht in Wasser gekocht, weil das sollte man bei Hummer ja nicht machen, sondern die werden in Brühe und in Sahne gekocht und dann geht das. Und, uns gleich zum Essen. Ah, das ist meine Pinzette. Wie hat der Johann Lafer immer gesagt, lecker. Also der Johann Lafer ist ein ganz toller Koch. Ein sehr guter Handwerker. Ja. Sehr fleißiger Mann. Und du siehst, wir machen den Hummer rein, aber es zischt nicht. Ne? Also ich möchte nicht, dass der Hummer Farbe kriegt. Du lässt ihn schön langsam, also nicht scharf anbraten wie Filetfleisch oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur ein bisschen, ich habe jetzt nur ein bisschen vom, also zwei Hummerschwänze genommen und die vier Scheren. Ich gehe ein bisschen. Und jetzt mache ich noch was. Und zwar, diese beiden Hummer, die essen wir jetzt nicht, sondern die essen wir etwas später, wenn keine Kamera mehr läuft. Ich nehme jetzt den Trüffel, den man ja normalerweise mit einem Trüffelhobel schneidet. Aber da wir den jetzt gleich für den Hummerschwanz benutzen, schneide ich den in etwas dickere Scheiben. Warum ist der denn jetzt ganz schwarz, dieser Trüffel? Ja, also pass auf, es ist ja so, dass es gibt ja 300 Sorten Trüffel und die wertvollsten Sorten sind der weiße Trüffel aus Piemont und der schwarze Trüffel aus Frankreich, der Périgord-Trüffel. Genau. Jetzt ist allerdings der Périgord-Trüffel, heißt auch Périgord-Trüffel, wenn er aus Spanien kommt oder aus Italien oder wie in diesem Fall aus Australien. Denn die Saison der Trüffel ist ja immer von Januar bis März. Und da wir ja mittlerweile August haben, ist die Saison natürlich lange um. Aber in Australien, und ich lege jetzt die Trüffelscheiben in diese schaumige Butter mit rein und lass die auch ein bisschen Temperatur kriegen. Ist ein bisschen anziehen so, ja? Ja, genau. Weil die entwickeln schon andere Aromen unter Hitze als
als wenn man sie kalt isst. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt Winter in Australien. Juni, Juli, August sind die drei Monate, in denen in Australien Winter ist. Und die entsprechen dann Januar, Februar, März in Europa. Und das Schöne ist ja, wenn man bei euch einen Trüffel kauft, ihr transportiert ihn wirklich so, dass er immer sicher und zu dieser Zeit auch genau ankommt. Das finde ich großartig. Das ist auch, wenn man überhaupt einen Tipp geben darf bei sowas, man sollte sich bei Trüffeln beraten lassen, weil man macht intuitiv eigentlich immer das Falsche. Also man sagt, geht ja hin und sagt, okay, was habt ihr denn da? Also, und dann sagt der Verkäufer pflichtbewusst, wir haben im Augenblick australischen Wintertrüffel und wir haben Sommertrüffel aus Europa. Und wenn man jetzt sagt, okay, vom Gefühl her, Sommertrüffel, wir haben Sommer, das war besser, als wenn ich jetzt Wintertrüffel kaufe. Jetzt ist es aber so, dass der Sommertrüffel ist jetzt kein kulinarisch wertvoller Trüffel, sondern maximal ein kulinarisch vertretbarer Trüffel. Also man kann den Sommertrüffel essen und wenn man ihn ordentlich zubereitet, dann ist er auch ganz schmackhaft, aber er hat nicht den Zauber, den einfach nur der weiße und der schwarze Trüffel haben. Und man muss auch mit den Mengen anders arbeiten. Also wir empfehlen immer, dass wir sagen, also man muss schon 10 Gramm pro Person pro Gang einkalkulieren. Ansonsten wird's, ich sag jetzt mal so ein bisschen Kindergeburtstag. Ja, ja. Und ja, dann muss man es wirklich gar nicht machen. Das genau, stimmt, richtig. Mhm. Und wenn man jetzt 10 Gramm Wintertrüffel gegen 10 Gramm Sommertrüffel probieren würde, wäre der Wintertrüffel viel intensiver. Mhm. Also besser, wenn es jetzt rein um die Kohle geht, weil der Sommertrüffel ist natürlich viel preiswerter, wäre es besser, wenn man die halbe Menge Wintertrüffel nehmen würde für das Ergebnis. Und man hätte eben den Zauber drin. Der Zauber bei Trüffel besteht ja nicht darin, dass er gut schmeckt, sondern der Zauber bei Trüffel besteht ja darin, dass er das, was man mit dem Trüffel zusammen isst, verzaubert, also verbessert, verschönert, kulinarisch wertvoller macht. Und das macht ansonsten kein Nahrungsmittel in der Natur. Es gibt also keinen so legitimen Spoiler für Köche außerhalb der Trüffelwelt. Und es ist ja faszinierend, du hast eben so gesagt, wir machen jetzt einen Eintopf. Ne? Das ist der teuerste Eintopf, den ich jemals gegessen habe, glaube ich, oder gemacht habe. Ich kann dir als Eintopf Linsensuppe oder was auch immer anbieten. Auch eine italienische Gemüsesuppe und. Also da bin ich ganz, ganz firm drin. Aber das hier ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes und was Gehaltvolles. Also ich finde immer so, ein Essen gibt einem Kraft, oder? Das ist Soulfood, ne? Also Risotto, finde ich, ist ein absolutes Soulfood, dass man, wenn es einem kalt draußen ist, wenn man so eine schwere Zeit hat und so weiter. Genau, immer so Risotto, aber auch ein guter Eintopf ist immer sowas, was einen nicht nur satt macht, sondern auch so ein bisschen wärmt und was einfach ein schönes Gefühl gibt. Und ich habe deswegen Eintopf gesagt, weil wir arbeiten zwar im Augenblick mit zwei Töpfen, also so ein Zweitopf, aber rein theoretisch wäre es möglich, das Risotto zu machen und den Hummerschwanz draufzulegen, den Deckel drauf zu machen und das wie einen Eintopf so zu machen. Wir machen jetzt ein bisschen, sage ich mal, mehr als vielleicht nötig. Und also ein Pfannentopf. Wir sind auch gleich schon relativ am Ende. Wir müssen noch einmal deine Brühe aufgießen. Ja, ich glaube auch, nur schau mal, das braucht noch ein bisschen. Also ich glaube, wir müssten noch etwa 4 Minuten, würde ich sagen, müsste er kochen. Und zwar müsstest du jetzt mal hochstellen. Mit diesem Löffel kosten, wie die Konsistenz des Reiskorns ist. Ne, es sollte schon weich sein, aber es sollte schon noch ein Korn sein. Der braucht noch. Braucht noch, ne? Der braucht. Es sieht aus, wie in 4-5 Minuten ist er fertig. Wird schon, ne? Wird großartig. Schon. Oh mein Gott, Ness. Ja. Ich habe noch nie mit Champagner gekocht. Ganz echt ehrlich. Nicht? Nein. Och. Ich trinke den immer, aber ich habe noch nie damit gekocht. Bei weißen Soßen ist Champagner eigentlich, immer wenn du das Wort Champagner sagst, muss ich das Glas nehmen und trinken. Eine sehr gute Idee, Ja, wir gehen jetzt gleich hin. Und arbeiten ein bisschen parallel. Ja. Weil wir haben. Okay, müssen wir ein bisschen runtergehen? Wir haben hier noch. Das ist immer beim Risotto. Man muss wirklich immer dahinter bleiben und immer schön rühren. Also, wer noch nie Risotto gemacht hat, der sollte sich das immer so ein bisschen vor Augen führen. Und du hattest eben das angesprochen mit diesem
ganzen Küchenmaschinen. Es gibt ja nicht die perfekte Küchenmaschine, bis heute nicht. Also soweit ist man wirklich noch nie gekommen. Und mir ist das Kochen in guten Töpfen auch viel, viel wichtiger und lieber, als dass es mir eine Küchenmaschine macht wie Thermomix oder ja, die ja, Kenwood Gourmet. Also wie gesagt, ich bin auch kein großer Freund dieser Gerätschaften. Ich habe natürlich auch einen Blender zu Hause, weil wenn man sich einen Smoothie machen will, da braucht man einfach so eine Kiste. Aber ich habe meinen ganzen Maschinenpark, weil ich zu viele Maschinen habe, irgendwo im Keller. Und wenn ich dann irgendwas machen müsste, müsste ich es hochholen und aufbauen und den Knethaken dran montieren. Und wo ist denn der eigentlich? Yeah. Und deswegen, ich habe wohl so einen kleinen, weißt du, wie meine Mutter den hatte, so einen Handquirl, weißt du, so, wo du Sahne mitschlagen kann. Ja, den das braucht Ding, man auf jeden Fall. Das Ding habe ich in der Küche stehen und den Toaster. Zauberstab. Und das sind so zwei Dinge, die ich da brauche. Aber von diesen ganzen großen Maschinen muss ich sagen, ich habe sie, aber ich nutze sie zu Hause extrem wenig. Also in der Profiküche, also bei uns in der Firma, in der Schulküche oder so, da ist natürlich alles aufgebaut. Ja. Da hat man schon eher mal den Zugriff darauf. Aber also ich brauche schon recht viel, also um Pasta zu machen selbst und so. Ne? Das machen die Maschinen schon ganz schön oder was auch immer. Ja. Wir toppen übrigens nachher dieses Risotto mit ein bisschen Hollandaise. Jetzt ist Hollandaise nicht schwierig zu machen. Also man müsste eigentlich nur hingehen und sag ich mal, das Öl und das Eigelb mischen und hochziehen. Und die mache ich zum Beispiel. Es ist natürlich aber ein temperatursensibles Ding. Und wenn man das nicht oft macht, passiert es oft, dass das, wenn das Eigelb zum Beispiel zu kalt dann gerinnt ist, das, dann gerinnt das. Und eine abgegangene Hollandaise wieder zurück zu montieren, ist quasi nicht möglich. Es gibt so Tricks mit Eiswürfelchen und so weiter. Das ist mir noch nie geglückt. Und deswegen, sag ich mal, ganz... Was ganz schlimm ist, ist eine Hollandaise auf Rapsölbasis. Das ist das, was man in Tetrapacks kaufen kann. Was ganz toll ist, ist eine Hollandaise auf Butterbasis, weil die schmeckt richtig wie Hollandaise. Genau, und man muss auch aufpassen, dass die Hollandaise quasi ihren Job macht und nicht die Arbeit von jemand anders verrichtet. Das heißt also, wenn man so eine Hollandaise hat, die ganz sauer ist oder ganz scharf ist oder würzig ist, dann kann man damit das Essen überdecken. Das sollen wir aber nicht. Wir wollen das Essen unterstützen. Deswegen haben wir machen eine eigene Hollandaise aus Butter natürlich und wir montieren die so vor, dass man die, also das ist jetzt nur rein theoretisch, aber es ginge, man könnte sie kochen, ohne dass sie abgeht. Okay. Weil wir genau dieses Problem sehen, dass man zu Hause sagt, ich möchte gerne meinen Spargel oder mein Essen mit Hollandaise. Und dann macht man es ein bisschen zu heiß und kaputt. Oder? Oder? Ne, denn hier jetzt so ein bisschen, apropos Zitrone. Ja, Zitrone haben wir da. Okay. Aber dafür ist so eine Maschine halt für mich persönlich super. Absolut. Ich habe im ganzen Leben noch nie eine gekauft, doch einmal gekauft. Ich würde mir auch nie Püree kaufen. Ich wusste gar nicht, dass es ein Pulver gibt. Habe ich letztens erst entdeckt. Und wirklich, ernsthaft, ich wusste das nicht. Also, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Hollandaise zum Finishen von Gerichten. Und ich glaube auch, dass... die ist auch gar nicht so gelb wie die man kaufen kann. Nee. Also wie gesagt, es ist jetzt fast nur Butter und Eigelb. Und das ist also durch ein spezielles, man würde heute sagen, molekulares Verfahren, ist es so, dass die nicht mehr abgeht. Dass man die... sag ich mal, auch ein bisschen schlecht behandeln darf, ohne dass sie es einem so wahnsinnig übel nimmt, wie es eben bei Hollandaise oft der Fall ist. Und sie ist auch geschmacklich eher neutral. Also es ist jetzt nicht so, dass die penetrant ist, sondern die ist geschmacklich eher neutral. Und durch die Neutralität hat man eben die Möglichkeit, mit ein bisschen Zitrone oder mit ein bisschen Pfeffer aus der Mühle oder mit ein bisschen, guck mal, jetzt machen wir den letzten Dip. Zwei, drei Minuten kann das sein. Drei Minuten auf jeden Fall noch. Jetzt machen wir das letzte, nehmen wir Sahne, weil wir wollen ja ein spezielles Ergebnis in der Textur haben. Das Ergebnis in der Textur heißt in der Fachsprache schlonzig. Wir wollen, wir wollen kein trockenes Abenteuer haben, wir wollen ein schlonziges Abenteuer haben. Und wenn jetzt die Sahne einreduziert ist, dann... so einen richtig schönen... Dann sind wir ungefähr genau da, wo wir hinwollen. Und dann machen wir. Ist auch nicht mehr so heiß jetzt, ne? Ja, muss so mal schon gucken, gut. Dass wir vielleicht noch 10 Grad mehr geben, damit das. Ach so, kommt's jetzt. Das geht ja. Die 10 Grad, die machen uns aber übrig, ne? Übel, ne? Mein lieber Mann. Okay. So, ich tausche jetzt meine Pfanne. Das ist nicht mein Herd. Gegen diesen Topf aus. Weil die
Die Hummer sind gut, ne? Also wie gesagt, du weißt ja, wenn man die einmal abgesteift hat, das reicht schon. Wenn man die jetzt noch ein bisschen in der warmen Pfanne liegen lässt, zusammen mit diesen wunderbaren Trüffelscheiben. Schau dir das mal an. Also ja, noch 2 Minuten, dann sind wir soweit. Dann können wir anfangen mit dem. Ich weiß nicht, ob man das so vom Bild einfangen kann. Ein bisschen, sonst halte ich das gleich mal in die Kamera. Ich halt mal den Topf an der Kamera. Ich kippe das mal ein bisschen. Ja, wer gusseiserne Töpfe verwendet, der tut gut daran, dass man nicht mit den Händen dran greift, ne? Weil die sind ja überall so heiß. Schau mal, sieht man das jetzt vielleicht so ein bisschen, wenn er es mal annimmt? Ja, schau mal. Halt ins Licht, genau. Ach. So. Ich sag ja, so ein Risotto ist wirklich ein göttliches Gericht, wenn man es richtig macht. Ne? Weil früher, als ich noch jung war, da gab es in Restaurants Risotto. Ja. Und dann kriegtest du Reis mit Erbsen drin. Ne? Aber nicht, weil wie wir das machen, zweimal einreduzieren oder dreimal einreduzieren. Sondern die haben einfach Kochbeutel Reis von Müllers Mühle genommen, Erbsen drunter. Und haben gesagt, das ist Risotto, ohne zu wissen, was Risotto ist. Und Risotto ist ja, ich will jetzt nicht sagen eine Kunst, aber das ist zumindest ein... Doch, das ist es schon. Ganz ehrlich, ich habe ganz lange kein Risotto gekocht, weil es mir wirklich nicht geglückt ist. Und dann habe ich das erstmal angeröstet ohne Öl, dann wusste ich das noch nicht. Ne? Ja. Und doch, das ist wirklich wie mit allem. Auch Hefekuchen zu machen oder Hefezopf zu machen oder Teige ist ja keine Kunst. Aber man muss es eben doch wissen, wie es am besten geht und so. Und man übt das ein bisschen. Oh, guck dir das mal an. Die kriegt jetzt eine schöne Konsistenz. Wir können gleich eventuell, ich weiß nicht, ob wir es machen sollen, ich probiere es mal, mit einem Klacks Butter das noch zum Glänzen bringen, aber ich probiere es gleich erstmal. Also erstens schmeckt es gut. Manchmal ist es ja auch ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Und weißt du, was ich schon mal aufmache? Ja, nein, meine ich. Ich mache jetzt schon mal die beiden Weine auf. Es ist jetzt vielleicht blöd, dass wir zwei Weine, oder mag sich blöd anhören, dass wir zwei Weine zu einem Essen trinken, wo wir nur zwei Personen sind. Ja. Aber es sind wirklich besondere Weine. Und zwar der erste Wein ist ein Riesling. Und du weißt, ich halte Riesling für die beste Traubensorte, zumindest die beste Weißweintraubensorte dieses Planeten. Ja. Und dieser Riesling heißt Mondeiche. Jetzt ist Mondeiche, hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an. Ist es aber auch. Da ist man bei mir ja gut angehoben, wirklich gut aufgehoben. Und das wäre dann mein Wein, ne? Zum einen Riesling und Mondeiche, schön. Ja, ich sag dir mal, was eine Mondeiche ist, ja. Und zwar hat man früher im Mittelalter das Holz nicht geschlagen wie heute und entastet und... wie schön der aussieht. Das muss jetzt auch mal in die Kamera halten. Schaut mal, mit Glas, nennt das trotzdem Korken? Ja, Glaskorken. Ne? Glaskorken. Glasverschluss, Glaskorken. Auf jeden Fall hat man... Also ich krieg's nicht auf. Ohne. Achso, das ist ganz einfach aufzumachen. Du kannst es einfach so. Ja. Das ist ganz einfach. Wenn die Kamera nicht läuft und wenn man die das Finger nicht. Das ist ja immer so. Man muss es einfach nur einmal so rechts rüber knickeln, dann ist es offen. Und diese Mondeiche wurde damals im Mittelalter ausgegraben, dann mit den Wurzeln nach oben mit Blattwerk und Ästen aufgehangen und dann trocknen. Und das wurde nur in den Zeiten um den Vollmond gemacht. Mhm. Das Ergebnis war, aus diesen Eichen konnte man das Holz machen für Stradivaris, für Fachwerk. Und Fachwerk, du weißt, es gibt heute Häuser von 1495, die immer noch ihr Original Fachwerk haben. Genau. Das würde mit dem heutigen Holz nicht funktionieren. Mhm. Man musste also diese Mondeiche dafür, diesen Aufwand, kopfüber trocknen. Und das ist dann auch bis ins 18. Jahrhundert gemacht worden. Dann hat man aufgehört damit. Und dann kamen einige... Leute eben so, ich sag jetzt mal ein bisschen... Oh, das sieht fertig aus, schau mal. Ja, das sieht etwas trockener, da war noch, aber nicht mehr viel. Okay. Haben diese Mondeiche wieder neu aufgebaut und haben dann dieses Holz verkauft, eben aber eher an Geigenbauer oder an Cellobauer oder sowas, weil das eben ein besonderes Holz ist von der Textur. Ja, Klarinetten wurden auch damit hergestellt, genau. Und... die Frau Motzenbecker, das ist die Frau, die hieß früher Menger Krug. Also ich weiß nicht, hast du mal vielleicht gehört, Menger Krug Sekt gab es
überall, war der erfolgreichste Sekt Deutschlands, ist dann verkauft worden an Henkel und dann hat Frau Motzenbecker aus ihrem eigenen Namen wieder Wein gemacht. Und, aber Frau Motzenbecker ist auch bekannt, finde ich. Motzenbecker, ne? jetzt doch, mittlerweile wieder. Die war mal bekannt, dann hat sie aufgehört Wein zu machen, hat das also an Menger, hat nur Menger Krug gemacht. Ihr Mann ist Menger Krug, sie heißt Frau Motzenbecker. Und nachdem die Menger Krug an Henkel verkauft haben, haben die dann wieder eigene Weinfelder bewirtschaftet. Und die hat sich diese Mondeiche... Welche Lage, wo sind die? Das Deidesheim. Ah. Die hat wieder Mond... Sehr schöne Farbe, wie ich finde, ne? Und das ist auch gereift. Schön und, Mondeiche heißt natürlich Barriquefässer. Das heißt Mosel-Barrique, zwei Sachen, die sich überhaupt nicht miteinander verstehen, werden hier ad absurdum geführt, weil normalerweise ist 2014, das heißt, er ist 6 Jahre alt, ist in Barrique gelagert und ist ein Traum von einem Wein. Aber es ist großer Wein, weißt du, wir essen Risotto mit Sahnesoße, wir essen Hummer, wir essen Trüffel, wir können jetzt keinen leichten Wein dazu trinken, sondern wir brauchen... Wow, irre. Schmeckt ein bisschen nach Spargel, passt perfekt. Dass du das im Wein hast, wenn du das zum Essen hast. Aber oh mein Gott. Ziemlich geiles Zeug, ne? Unglaublich. So, und jetzt gehen wir mal in diese... Wisst ihr, deswegen liebe ich die Sendung mit ihm. Also spätestens dann weiß ich wieder, was wirklich gut schmeckt und was Granate sehr zu empfehlen. Allein die Farbe. So, wir machen jetzt den Herd aus. Ja. Bevor habe ich das Risotto vergessen von lauter Wein. Aber jetzt, bevor wir den auf den Teller tun, müssen wir ihn noch einmal probieren. Das kann ich schon fühlen, dass das Granate schmeckt. Wer von euch hat denn auch so eine Intuition, wann Essen fertig ist, wann es wirklich perfekt ist? Und ganz ehrlich, hier gibt es nicht mehr viel zuzutun, Witten. Meinst du noch ein bisschen? Wir geben ihm jetzt noch eine. Eine Minute? Eine Chance geben wir ihm noch. Oh, komm, ey. Ach komm, Junge, das ist. Warte aber nicht, wir müssen ja hier drauf drücken. Hold, ne? Wir da eine. So, und jetzt da. Und jetzt. Okay, well. So. Ich mach. So, und dann habe ich eine Zutat vergessen. Wir wollen ja auch ein bisschen dem Hummer in das Risotto einbringen. Ich habe hier eine Hummerbutter mitgebracht, weil, wie gesagt, die Hummerbutter sorgt auch für eine schöne Farbe. Und dass das Risotto auch ein bisschen nach Hummer schmeckt, braucht man auch nicht so großzügig mit zu sein. Weil ich gehe jetzt ein bisschen runter von der Temperatur, damit das nicht ganz so hart anzieht. Und sich vor allen Dingen, jetzt muss man gut rühren, damit das sich nicht am Boden festsetzt. Ja. Ja? Und wir machen ja zum Schluss noch einen Schuss Champagner drauf. Außerdem verrührt man ja nicht einfach so, sondern man hebt das, muss ein bisschen runter. Man kann das auch, wenn man Stielkasserolle hat, ganz ohne Rühren machen. Man muss aber sehr viel Übung dafür haben. Das habe ich nicht. Guck mal, was ich dir gerade gesagt habe. Ah, okay, well. Na, jetzt ist uns nämlich die Hollandaise angefangen zu kochen. Und man zu viel Wein trinkt und zu viel redet. Aber hey, jetzt machen wir trotzdem noch, du weißt noch, welches Glas von dir ist? Ja, das war meins. Okay, dann tue ich meins dahin. Das nächste ist Grünerfeldliner. Muss man ja sagen, ist auch kein Wein, der im Barrique ausgebaut wird. Aber auch hier hat Laurenz 5. Laurenz 5 ist die fünfte Generation eines alten Weinguts, das früher Lenz Moser hieß. Die mussten allerdings wegen Insolvenz durch diesen Glukol-Skandal ihr Weingut verkaufen, wie 80% aller anderen österreichischen Winzer. Die hatten mit dem Glukol nichts zu tun. Aber die hatten... unter dem Image-Schaden der österreichischen Weine gelitten. Und die fünfte Generation Laurenz Moser hat ein eigenes Weingut aufgemacht und hat ausschließlich Grünenfeldliner gemacht. Und der vierte Generation, Laurenz war der Vater von Laurenz 5, hatte einmal Grünenfeldliner im Barrique gemacht. Und dann haben die das vergessen und haben das nach 20 oder 30 Jahren wieder gefunden im Keller. Und haben gesagt, ganz großartig, großartig. Und der hat was Ähnliches wie die Frau Motzenbecker mit der Mondeiche. Ja. Hat er von den 4 Fassmachern, es gibt eine Gruppe von 4 Fassmachern. Schaut euch das mal an, ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera nochmal. Es gibt eine Gruppe von 4 Fassmachern oder 4 Böttchern, die machen die teuersten Fässer der Welt, sind also mehr als doppelt so teuer wie normale Barrique-Fässer und verkaufen normalerweise an sowas wie Rothschild oder Cheval Blanc oder so ihre Fässer. Bei denen hat er sich
4 Fässer von den 4 Fassmachern gekauft, um seinem Vater, Lorenz IV., eine Hommage zu machen. Und hat den Wein dann Vor genannt, weil das Vor ja... Genau. Und jetzt sind wir bei 2011. Also normalerweise, man ist ja gewohnt, Weißweine jung zu trinken. Ich selber trinke gerne gereifte Weißweine, wenn sie keinen großen Reifeton haben, wenn die also nicht super Firn schmecken, sondern wenn sie frisch schmecken. Und jetzt kommen wir in die Region der großen französischen Weine, obwohl es aus Österreich ist, aber so schmecken große französische Burgunder. Riecht unglaublich vielversprechend. Ich habe noch nicht probiert, aber ich möchte ein bisschen teilhaben lassen. Und jetzt kann man mal sehen, es gibt ja Leute, die mögen keinen Barrique, weil Barrique manchmal scheiße schmeckt. Aber dieses Barrique ist genau das Barrique, was die Leute lieben, die Barrique-Weine lieben. Das ist dieser Geschmack, der da drin ist. Und dieser, dieser Ansatz von, oder die Idee von Holz, wenn man mal so sagen darf. Ja. So. Irre. Beides ganz große Weine? Wirklich große Weine. Also ist auch, ich sag mal, überhaupt nicht aufdringlich. Ne? An solche Weine dran zu kommen, ist auch schwierig, weil die natürlich in super kleinen Schalen gemacht werden. Mhm. Und deswegen werden die normalerweise auch nicht in irgendwelchen Preislisten angeboten oder irgend sowas, ne? Sondern die paar Flaschen, die die haben. Jetzt haben wir eine Herausforderung. Bekommen wir die denn auch von bei euch? Oder gibt's ja, wir haben natürlich auch immer ein paar Flaschen davon. Ist jetzt nicht so, dass wir damit angeben können. Jetzt haben wir eine Herausforderung. Jetzt musst du nämlich auf jeden Teller so einen Tupf Risotto machen. Mit einem Löffel? Während ich gleichzeitig den Hummer schneiden muss. Anrichten war noch nie mein Ding. Ne? Aber ich gebe mir alle Mühe. Wir sind ja auch hier, wir sind ja auch nicht hier bei schöner Kochen, wir sind ja hier bei lecker Kochen. Ne? Genau. Aber wir sind bei, wir geben uns alle Mühe und geben uns ganz kochen, okay? Genau, so. Weißt du eigentlich, dass ich meinen Heiratsantrag beim Johann Lafer bekommen habe? Also nicht bei ihm, sondern mein Mann hat mir den auf der Strombuck gemacht damals. Das ist ja schön, weil also ich bin ja ein großer, immer gewesen, ein großer Johann Lafer-Fan, seitdem ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Weil der hat ja im Fernsehen, manchmal gibt er, ich will nicht sagen, unglückliche Figur, aber es gibt so Leute, die mögen seine Art und Weise, wie er im Fernsehen auftritt, nicht. Und finde ich gar nicht. Also Johann Lafer war einer der, die mich wirklich, wirklich inspiriert haben, andere Dinge zu kochen, feiner zu kochen. Und ich habe ganz, ganz viel von ihm gelernt. Ich war nie persönlich in der Kochschule, sondern mit den Büchern, mit den Sendungen. Das war schon für mich ganz großes Kino. Schau mal, gefällt mir das so? Du kannst jetzt mir das austauschen. Ja. Und jetzt machen wir, guck mal, einen kleinen Trick. Jetzt nehmen wir immer eine Scheibe Hummer. Du hast eine schöne Zange. Eine Scheibe Trüffel. Sehr praktisch. Eine Scheibe Hummer. Na, komm, tu mir aber den Gefallen und halte. Also so ein Hummer-Burger sozusagen. Ja, Hummer-Trüffel-Burger. Oh, wow. Na, da muss jetzt keiner in 3-Sterne-Restaurant, oder? Das würden meine Kinder auch essen. Würden sie essen? Ja. Da bin ich aber froh. Ja, wenn sie. Die lieben so etwas. So. So, jetzt. Ich habe eine Sache. Oder warte mal, dann gib mir den Teller. Kannst du noch einen ganz kleinen Klecks von der hinteren Butter, also nicht der gesalzenen, sondern von der gesüßten Butter, aber nur so, weißt du, so ein Teelöffelchen glatt voll, nicht mehr. So, ich habe jetzt noch hier die beiden Hummerscheren dazu. Ja, schön so, genau. Jetzt wird das so viel. Hier drauf? Ja, genau. Das ist nur, damit das ein bisschen Glanz kriegt, so weißt Idee du. Davon. Nein. Guck mal, ein bisschen. Mein lieber Mann, so lecker wie der Wein ist. Das ist doch ein bisschen direkt leichter damit. Bitte? Ich merke den Wein. Aber nein, das ist der Champagner, nein, den du merkst. Der Wein, den Wein überhaupt nicht. Wir Frauen merken doch keinen Champagner. Ja, perfekt. Siehst du, das gibt dem Risotto dann so ein kleines bisschen Glanz gleich. Großartig. Jetzt
Jetzt haben wir leider keine so frischen Kräuter noch dazu. Nein, ich will auch keine frischen Kräuter dazu. Ich habe Trüffel. Dann hat man wieder zu viel Geschmack. Ich habe Trüffel, auf das ich mich konzentrieren möchte. Ich möchte mich nicht auf Dill oder Schnittlauch oder Basilikum oder sowas konzentrieren. Und jetzt gleich kommt eben noch der letzte ganz kleine Schliff. Wir sind so gute Köche, wir haben gar nichts übrig. Wir haben genau ausgekommen mit allem. Wir hätten auch nichts mehr übrig. Pass mal auf. Ich klaue dir mal die Weinblinde. Genau. Stelle ich die mal zu Tisch. Alle Töpfe sind leer. Wunderbar. Jetzt muss ich ein bisschen schummeln. Ich muss mir deinen Risotto-Löffel für die Soße klauen. Und jetzt machen wir das nur. Wir napieren das jetzt nur ein ganz bisschen. Und du hast gesehen, ich habe die. Das ist jetzt quasi fast keine Hollandaise mehr, sondern das ist quasi mehr oder weniger eine Buttersoße. Ich habe einen Moment überlegt, ob ich da noch einen Schuss Zitrone dran machen möchte. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte keine Zitrone da dran. Das wäre schade, ne? Wenn man nochmal so den Geschmack davon eben. Wir sind jetzt in so einem ganz feinen Niveau vom Geschmack her. Und wenn man das dann mit diesen starken Zitrusaromen. Bin ich einfach nicht der Freund von. Mag, also wie gesagt, wenn du jetzt einen von den. Ich mag das manchmal ganz gerne, ne? So bei den, von diesen Superköchen, da hast du halt diese unterschiedlichen. Süß und sauer und crunchy und, ein bisschen, und alles noch oben drauf. So, es kommt, also, da wir. Das aber farblich, schau dir das mal an. Das Rot, das Orange und diese Schwarz. Ist schon schön, ne? Und da wir ja einen Dreiklang zwischen Trüffel, Risotto und Hummer herstellen wollen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen. Das war immer mal mein Traum, ne? Dass Ralf Boos mir mal, ich sitze schon beim Essen und freue mich schon drauf, und Ralf Boos macht noch Trüffel drüber. Was, was will man mehr als den Papst des Trüffels noch dabei zu haben? Wir haben natürlich auch jetzt eine ganz, ganz süße Situation. Es gibt ja niemanden in Deutschland, der sich so gut mit Trüffel auskennt wie du, ne? Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Ich kenne auch niemanden in Italien oder Frankreich, der nicht, dass ich mich so gut auskenne. Aber der sich so darum gekümmert hat. Weißt du, ich habe ja, ich würde sagen, Trüffel studiert. Ich habe ja 10 Jahre lang, bin ich ja durch die Welt gereist und habe überall Trüffel gekocht, gesucht, gegessen, zubereitet, konserviert in China, in Australien, in Europa, überall. Und du hast den mitgesucht, mit Hund, mit allem, was so dazu gehört. Ja, ja, ja. Ich habe also habt ihr einen Trüffelhund? Nee, wir haben zwar einen Hund, aber keinen Trüffel. Aber hier in Deutschland gibt es auch keine guten Trüffel, wo sich das lohnen würde. Komm, lass uns noch einmal einen Stoß. Komm, noch einmal. Nee, mein Hund würde jetzt keinen Trüffel suchen, glaube ich. Alles andere. Ich kann dir dann einen Hasen, aber so, jetzt. Keinen Trüffel zubereiten. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich muss das einmal noch in die Kamera zeigen. Einmal noch diesen wundervollen Teller. Schaut euch das mal an. Hier. Unglaublich. Hat aber jemand lecker gekocht. Merkst du das? Wie du jedes Reiskorn einzeln spürst und kein einziges davon hat irgendwie so einen mehligen Kern oder irgend sowas. Und trotzdem, als wenn jedes, und trotzdem zart. Ja, jedes Reiskorn für sich separiert. Vom Geschmack unglaublich gehaltvoll. Was mich jetzt wirklich überrascht. Die Gemüsebrühen ohne Gluten heißt das, ne? Glutamat. Oder Glutamat schmecken ja normalerweise ein bisschen fad, wenn ich mal sehe. Die aus dem Bioladen alle mal. Ja, die von dir definitiv nicht. Nee, also das ist ja auch der große Unterschied zwischen Ernährung und Kulinarik. Weißt du, die im Bioladen, ich schätze die über alles für das, was sie für die Menschheit tun. Aber für die ist Kulinarik zweitrangig. Immer gewesen und wird auch immer sein. Die haben immer noch ihre Birkenstock-Image nicht abgelehnt, überlegt, sondern es geht um die Ernährung und die Gesundheit und um den Planeten, um die Kinder und um die Zukunft im Bioladen. Aber es geht nicht um die Kulinarik. Und der Genuss fehlt. Ne? Genau. Und wir sind genau das Gegenteil. Ich glaube nicht, dass wir ethisch weniger Ansprüche haben als die Betreiber von Bioläden. Aber wir haben eben über alles gesetzt, den Genuss, dass wir sagen, also 50% aller Krankheiten sind psychosomatisch und die werden nicht durch gesundes Essen geheilt, sondern die werden durch eine gesunde Psyche geheilt. Und da gehört der Genuss zu, weil der Genuss ist die bekannteste aller Belohnungen. Wir hatten mal ein Gespräch und was mich wirklich fasziniert, dass du gesagt hast,
Ihr habt eine langjährige Ehe und du glaubst, dass dieses Erfolgsrezept der Genuss ist, dass ihr beide in der Lage seid, das Leben und das Essen zu genießen. Ja? Aber sowas von 100%, weil der Genuss, man unterschätzt das natürlich, weil das ist ja momentan, das ist ja wie, ich sage jetzt, wenn man sich ein Bild anschaut, das Bild findet man schön, aber man geht weiter und dann kommt das nächste Bild. Mhm. Weißt du, es ist ja ein flüchtiges Erlebnis, ist der Genuss. Nur wie wichtig der Genuss ist, das kann man immer an den Leuten sehen, die im hohen Alter ihr Leben lang genossen haben. Mhm. Das sind diese Damen, die mit 104 im Altenheim sitzen und immer noch ihr kleines Piccolöchen oder genau, sowas trinken. Genau. Und immer noch diese Strahlen in den genau, Augen haben. Und ja. Eventuell sogar noch eine Zigarettenspitze oder sowas. Aber die ganz anders sind als die verhärmten Beamtengattinnen, die mit 60 Trockenen, Witwe geworden sind und ihr Leben lang. Ja, vielleicht so für die Zuschauer, das soll gar nicht despektierlich gemeint sein, sondern... Nein. Aber es ist manchmal, es wirkt so traurig, so lebensunlustig. Und ich glaube, wir sind so eine kurze Zeit auf diesem Erdball, dass wir natürlich arbeiten und unser Bestes geben und alles, was so dazugehört. Aber wir haben auch sogar die Pflicht, für unseren Körper und für unsere Seele so gut zu sorgen, dass wir genießen dürfen, oder? Ist es nicht ganz, ganz, ganz skurril, dass durch die Pandemie viele Leute sogar gezwungen waren, über Wochen und Wochen und Wochen darüber nachzudenken, ob da nicht irgendwas ganz schief läuft, ob da nicht irgendwie in dem Hamsterrad, in dem sie stecken und die Ernährung und der Tagesablauf über Fertigfood und und dass man sagt, ja, das war wunderschön, als wir bei der Hochzeit eingeladen haben und der Sternekoch für die gekocht hat, aber das ist nichts für uns. Und plötzlich sagt man, warum ist das eigentlich nichts für uns? Warum dürfen wir nicht auch mal so feiern und so weiter. Mhm. Und wenn wir es nicht jetzt machen, wann dann? Mhm. Ne, das ist ja nach hinten nicht unendlich abzurollen, sondern es gibt ja irgendwo so ein natürliches Ende. Und auch, wer intuitiv ist, der hat ein Gefühl dafür, was er braucht, was er wirklich braucht. Und wenn man so ganz ehrlich zu sich ist, dann braucht man das Süße genauso wie das Salzige und das Würzige. Und man hat so ein Bedürfnis danach. Und viele nennen das dann Sucht, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die befriedigt sein dürfen, vor allen Dingen auch im Gehirn, wenn man das mal so weiterspinnen darf. Aber irgendwann war es mir auch egal und ich habe gedacht, Mensch, Essen, das ist Leben. Und dieses Leben, das ist ganz wichtig und wesentlich. Das ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Genau, und ich habe auch mit meinen bescheidenen Verhältnissen immer versucht, Menschen zu missionieren, aber nicht, indem ich sage, ich trinke Wein und ihr müsst Wasser trinken, sondern ich habe das immer gelebt. Ich habe also meine Kinder schon, meine sind ja jetzt alle erwachsen, sind dann über 30 oder an die 30. Aber ich habe denen immer diesen Genuss beigebracht, dass ich gesagt habe, hey, das müsst ihr euch ein bisschen Zeit für nehmen. Und das schmeckt wirklich besser, wenn man einen Trüffel drüber rubbelt. Genau. Ne? Oder probier mal, ne? Und wenn du dann aber siehst, was mit den Eltern ihrer Klassenkameradinnen ist, ne? Das ist manchmal wirklich unglaublich, ne? Ich hatte ein Elternpaar eingeladen, die haben mal eine Woche lang auf meine Tochter aufgepasst. Und dann habe ich als Dankeschön die eingeladen und habe das beste Essen meines Lebens für die gezaubert. Ich habe also ein Riesenstück Wagyu Beef Sous Vide im Backofen. Entschuldigung, der Trüffel. Das ist ja der geil? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich fälle trotzdem zu, was der Hammer. Und habe dann aus diesem Wagyu etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Also ich habe das also nicht nur serviert, sondern ich habe das mit Foie Gras gefüllt und mit Trüffel und weißer Soße. Und habe also wirklich das Gericht meines Lebens gezaubert. Mhm. Hab das denen serviert und die Tochter, meine Tochter, deren Tochter und meine Frau und das Ehepaar saßen natürlich. Und ich setze die Teller ein, dann sagt sie zu mir, ach, hätte ich vielleicht sagen sollen, ich bin Vegetarierin. Und in dem Moment sagt die Tochter, was bist du, Vegetarierin? Ja, seit wann das denn? Sagt sie, ja, seit 7 Jahren ungefähr. Ne? Dass ich sage das nur, was für eine Stellenwert Kulinarik in dieser Familie spielt. Dass man es gar nicht erlebt hat. Wo man überhaupt nicht mitkriegt, weißt du, wenn die abends ihr Essen gekriegt haben, dann haben die alle rap, 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 rap ihren Teller leer gemacht. Und
Die Frau hat einfach das Fleisch, wenn die Kinder und der Vater Fleisch gekriegt haben, hat sie halt einfach nur Gemüse gegessen oder die Beilagen gegessen und hat das gar nicht groß. Die haben das gar nicht bemerkt. Die haben das nicht bemerkt. Ne? Das war kein Thema für die. Ne? Mhm. Dann habe ich dann zu ihr gesagt, ja, das ist jetzt natürlich super schade, weil ich habe mir da wirklich extreme Mühe mitgegeben und ich habe keine Alternative. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet und habe jetzt was anderes gekocht. Und dann sagt sie, ja, gib mal her, probiert das. Und während sie, das ist das erste Mal seit 7 Jahren, dass ich Fleisch esse. Und ich sage, schmeckt's denn? Oh ja. Also, und ihr sage ich, also, das war ein Ding, da hättest du einen 3-Sterne-Koch aus der Reserve mitholen können. Mhm. Das war wirklich perfekt. Und meine Frau und meine Kinder, die also einiges gewohnt sind, die haben gesagt, ich hätte noch nie so was Gutes gekocht wie an dem Tag. Und ich selber, ich bin da auch kritisch mir selber gegenüber. Ich sage, es hat einfach alles gepasst. Es hat alles, so, ja, das ist ganz lecker. Unglaublich, ja. Dieses, was ist das? Ist es ist nicht zu kennen oder es sich nicht einlassen wollen und sagen, Essen ist irgendwie Essen. Also meine Kinder erleben das halt eben auch. Wir waren in der Traube Thunbach irgendwann einmal, ne? Und da haben wir so eine Woche Urlaub gemacht. Und doch, die können einen ganz, ganz großen Unterschied feststellen zwischen sehr gutem Essen und sehr gutem Fleisch. Da hat ja mein Sohn ganz viel gegessen, der sehr, sehr heikel ist zu Hause. Es ist natürlich für mich immer schwer. Ich muss halt wirklich gut kochen. Wenn ich das nicht könnte, hätte ich sowohl bei meinem Mann, bei meiner Tochter würde es noch gehen. Die ist jetzt so, dass sie sagt, ich esse eigentlich so ziemlich alles. Wir haben übrigens in dem runden Glas noch den Champagner drin, den wir vor über einer Stunde aufgemacht haben und ohne Kühlung auf der Küchentheke stehen. Der sprudelt immer noch. Ne, und probier den mal. Der ist jetzt 14, 15 Grad warm. Da killst du jeden Champagner mit. Und der ist immer noch so, dass du Nachgreifreflex hast. Ist, ja, du hast nicht irgendwie irgendwas Unangenehmes oder irgend sowas, ne? Sondern der ist immer noch so frisch und so angenehm im Mund und so spaßbringend. Ne? Mhm. Und das ist eben, ich sag mal, das ist natürlich auch, wenn man sich anfängt, auf Wein einzulassen, das ist natürlich eine Herausforderung vor dem Herrn. Da wird man nie fertig mit. Früher war Rothschild ja so die Nummer 1 Deutschlands, kann man doch sagen, oder? Nummer 1 der Welt, ne? Oder der Welt, ja genau. Das ist heute nicht mehr so. Ne? Es ziehen einige nach. Ja, es gibt oder natürlich. Es wird gemunkelt, ne? Zu sagen, ja, es gibt so an der Mosel ein Weingut, von dem man sagt, ja, das kommt ihm sehr, sehr nahe. Ne? Wir haben in Deutschland natürlich, ich sag jetzt mal zum Beispiel Klaus-Peter Köller in Flörsheim-Dalsheim. Mhm. Ja? Ist jetzt gar nicht so in der Breite bekannt, ist ja ganz klar, weil er eben keine Unmengen an Wein macht. Er hat einen Wein, der heißt G-Max. Wenn du jetzt googelst, ich möchte gerne G-Max kaufen, zahlst du zwischen 2.000 und 7.000 Euro für eine 0,75 Liter Flasche. Deutscher Wein, Rheinhessen, Riesling. Darum, es gibt diese idiotischen oder diese übertriebenen Preise nicht nur im Burgund oder im Bordeaux, die gibt es auch in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland schon solche Typen, wo der internationale Sammler oder Kunde bereit ist, schon vom Werk aus kostet die 1.400, ne? Also, aber man kriegt sie nicht. Man muss immer, wenn man eine Flasche kaufen will, muss man eine sogenannte Kellerkiste kaufen. Da sind 6 oder 8 Flaschen, große Gewächse vom Keller drin. Und eine davon ist die G-Max. Ohne dieses Ensemble kriegt man die gar nicht. Aber selbst die Kellerkiste kannst du nicht bestellen. Also kannst du ja nicht hingehen und sagen, ja super, dann bestelle ich mir doch so eine Kellerkiste. Ja. Geht nicht. Nee, kriegst du nicht. Warum nicht? Weil der macht ein paar Kisten und hat ein paar tausend Bestellungen. Also es ist das ist das Problem an der Sache. Das war jetzt, wir haben noch den Riesling hier im Glas. Ne? Mhm. Genau. Du trinkst viel zu langsam. Ja, am Vormittag halte ich mich da so ein klein bisschen zurück. Du hast ja auch recht. Also. Aber bei dem Essen, so ungeübt, denke ich, macht aber viel zu viel Spaß. Weißt du was, das war recht perfekt, das Essen. Das war recht perfekt. Ich finde es schon sehr perfekt. Das war schon geil. Ja, wirklich. Und ich habe mich ja, bevor ich dich besucht habe, habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, was kann ich kochen und dabei reden. Mhm. Darfst du nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen. Du hast vielleicht schon mal gesehen, wenn im Fernsehen die Köche reden, dass die immer alles vorbereitet haben. Mhm. Na, die können nicht gleichzeitig kochen und reden, sondern die müssen immer entweder reden oder kochen. Genau. Deswegen wirkte ja
Entschuldigung, Johann Lafer, immer so konzentriert und man hat sich darüber lustig gemacht. Also, was haben wir heute gelernt? Man kann das Leben genießen, man kann gut und unfassbar gut, es ist echt ein perfektes Essen, das wir hier gegessen haben. Man merkt es mir auch langsam an, denn Wein vertrage ich nicht so unglaublich gut. Aber wenn du dir Wein kaufst, dann doch einen guten. Und es ist ein sehr, sehr guter Tipp zu sagen, man kocht mit dem besten Wein, weil man das beste Essen generieren möchte. Alles Gute. Ja, darf ich auch noch vielen Dank sagen. Also es war ganz reizend, von dir eingeladen worden zu sein. Du bist eine wirklich tolle Tischnachbarin. Und ich beglückwünsche deinen Ehemann für seinen guten Geschmack. Ja, vielen Dank. Also jederzeit wieder, immer wieder gerne. Wenn ich so gut kochen könnte wie du, ich würde dich noch viel lieber einladen. Ich bin tatsächlich so eine, die auch gerne sehr in diesem Oldschool-Ding kocht. Also gerne Gulaschsuppe. Und denn auch das muss man können, oder? Wer das kann. Mhm. Ne? Also ich sage, Schmorgerichte ist eine absolute Bank. Ne? Also jeder mag es. Ne? Mhm. Es gibt ja jetzt nicht so Leute, die sagen, oh, ich mag kein Gulasch. Gibt's nicht. Kenn ich keinen. Also vielleicht Vegetarier. Aber. Ach, die Vegetarier. Weißt du, jetzt mal.